Ja, moin moin und herzlich willkommen bei tariftipp.de mit der mittlerweile schon 10. Ausgabe unserer Handyschnäppchen. Wie immer zeigen wir euch 3 Smartphones in der Ober-, Mittel- und Einsteigerklasse. Und beginnen tun wir, ihr seht es schon im Hintergrund, mit dem High-End-Smartphone. Und zwar ist es diesmal das Sony Xperia Z5 Premium. Dieses Smartphone ist Anfang 2016 auf dem deutschen Markt erschienen, damals zu einer UVP von 779 Euro, also ganz schön teuer. Und ihr zahlt jetzt mittlerweile nur noch 429 Euro, also nur noch 55% vom UVP-Preis. Und ja, ich denke, zu diesem Smartphone ist schon viel gesagt worden. Ihr habt eben kurz die Kopfhörer eingeblendet gesehen. Das sind wirklich sehr, sehr gut klingende Headsets, die diesem Smartphone beiliegen. Wir haben natürlich hier ein Metallgehäuse, das wasser- und staubdicht ist. Dann haben wir, und das ist immer noch ziemlich einzigartig, ein 4K-Display. Hier könnt ihr das sehen. Und außerdem verbaut Sony hier bei seinem Z5 Premium eine super gute Kamera mit 23 Megapixeln Auflösung. Also insgesamt immer noch ein sehr empfehlenswertes Smartphone in der Oberklasse. Und wie gesagt, für mittlerweile nur noch 429 Euro. Ja, die Empfehlung bei den Schnäppchen der Handy-Mittelklasse ist diesmal recht einfach, nämlich das Lenovo K6 möchten wir euch da ans Herz legen. Dieses Smartphone ist erst Anfang diesen Jahres auf den Markt gekommen, ist also noch relativ neu, zu einer UVP von 199 Euro. Ihr kriegt es jetzt mittlerweile für 175 Euro. Zugegeben, das ist jetzt nicht so der wahnsinnig große Preisunterschied, aber trotzdem, dieses Smartphone können wir euch wirklich mit bestem Gewissen empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Gerät aus mit einem Aluminiumgehäuse. Wir haben hier einen Fingerabdrucksensor an Bord, eine ganz tolle 13 Megapixel Kamera und auch die Akkulaufzeit ist uns positiv aufgefallen. Insofern würde ich einfach mal ganz frech behaupten, für den Preis, für 175 Euro, werdet ihr derzeit kein vergleichbares Smartphone finden auf dem deutschen Markt. Wenn ihr jetzt an Geräte wie beispielsweise das Honor 6X denkt, auch ein tolles Gerät, dann vergesst bitte nicht, dass dieses Smartphone beispielsweise noch etwa 50 Euro teurer ist. Insofern das Lenovo K6 aus unserer Sicht im Moment in der Mittelklasse die beste Empfehlung. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem dritten Tipp, bei dem dritten Schnäppchen in der Handy-Einsteigerklasse. Ihr seht es schon hier, das ist das Vico Tommy. Das Vico Tommy ist Ende 2016 auf dem deutschen Markt erschienen, also auch noch relativ neu eigentlich, und ist zu einer UVP von 129 Euro auf den Markt gekommen und kostet mittlerweile nur noch 85 Euro, also etwa 66% des UVP. Ja, das Vico Tommy hat uns sehr, sehr gut gefallen beim Test. Es hat LTE an Bord, einen relativ guten Akku für diese Preisklasse, hat also lange durchgehalten. Außerdem steckt das Smartphone in einem wertigen Gehäuse, könnt ihr hier ganz gut sehen, mit so einer lederartigen Rückseite. Fand ich eigentlich ziemlich schick. Und außerdem, und das finde ich immer besonders erwähnenswert, waren auch relativ gute Headsets mit dabei im Lieferumfang. Und das ist ja allgemein bei Smartphones eher selten der Fall und bei Einsteiger-Smartphones schon mal gar nicht. Insofern für 85 Euro aus unserer Sicht wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot, das Vico Tommy. So, das soll schon wieder gewesen sein. Das waren die Handy-Schnäppchen im April 2017. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Interessantes dabei gehabt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wir grüßen euch aus Hamburg und sagen Tschüss und bis bald.